Okay, das Rätsel war schon gerade ein bisschen knifflig. Notenblatt. Eins von drei. Ah ja, jetzt können wir zur Passage. Oh, ein Hirsch. Ah ja, da haben wir wieder ein Video freigeschaltet. Was wir uns natürlich angucken. Die Zeremonie. Years have passed. Dolores and Geraldo have come of age and all have gathered at the Tree of Life, the most cherished place, to witness the ceremony that will bind them together in love for as long as they live. All were happy that day. No one noticed the pain behind Porfirio's eyes. He did not want to be there, let alone bless the marriage of Dolores and Geraldo. But it was expected of him to do so. He had always hoped Dolores would choose him in the end. But Dolores never did. Her true love was Geraldo, and Geraldo alone. Something had finally broken inside Porfirio's heart that day, and all his wisdom could not help him mend it. Oh, das ist nie gut. Naja. Viel zu schwer. Wo ist eine Spitzhacke, wenn man eine braucht? Das ist eine gute, berechtigte Frage. Wurzel. Unter dem Moos ist etwas verborgen, doch leider kann ich es nicht abkratzen. See. The only way to the mountains is protected. There seems to be some triggers on the ground below the stone head that activates the mechanism. What if I block it somehow? Ja, mit Sicherheit. Okay, also es ist auch eine kleine Falle gleichzeitig. Also hier in dem Bereich können wir gar nichts mehr machen. Okay, dann müssen wir erstmal zurück zum Boot. Ach ja, hier haben wir ja die Wurzel und den brennenden Pfeil. Da haben wir auch die Spitzhacke. So, die Moskitos sind erstmal weg. Und können die Spitzhacke mitnehmen. Sehr gut. Oh, das sind wir ja schon bald durch mit dem Spiel. Ah, da fehlt nicht mehr viel. Vier Steine, die wir bestimmt hier einsetzen müssen. Jo. Und somit bleibt die Falle auch so jetzt, weil die schweren Steine jetzt drauf sind. Ah, da ist der ja. Der Blödmann. Ja, toll. Dadurch hast du den Wolf geweckt, du Arsch. Agustin, ich hasse dich. Baummünze. Er hat die Brücke in die Luft gesprengt. Jetzt kann ich nicht auf die andere Seite gehen. Die Explosion hat den armen Wolf erschreckt. Er scheint den Weg zu bewachen. Toll. Hast du fein gemacht, Agustin. Dafür könnte ich dir einen Arschtritt geben. Talisman. Okay. Können wir den Wolf damit beruhigen? Sogar einschläfern. Der Wolf hat sich wieder beruhigt. Die Luft riecht nach Lavendel. Ah, deswegen. Verlassene Kapelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Glocke fehlt. Toll. Panzerhandschuh. Der Bienenstock ist an dem Ast befestigt.
Ja, wir brechen einfach mal ein. So geht's auch. Jetzt passiert. Hier sind unterschiedliche Symbole. Ich probiere jetzt einfach mal aus, aber nichts passiert, okay? Die Tür kann ich ohne Griff nicht öffnen. Sag an. Die Säge sieht nützlich aus, doch leider kann ich wegen der Bienen nicht näher herantreten. Toll. Ich kann was in der Kapelle machen. Das finde ich ja eigenartig. Okay, da haben wir ein Seil. Moment mal, können wir mit dem Seil vielleicht hier bei der Brücke was machen? Ja, Tatsache. Ein Brett. Das können wir bestimmt hier einsetzen. Jo. Dämonenbaum. Ach du Scheiße. What is this place? There's something evil in the air. I can feel it clearly. Ach ja, da haben wir das letzte Video dann. Eigentlich kann ich jetzt den Rest auch noch zu Ende aufnehmen. Wird ja anscheinend nicht mehr allzu viel kommen. Das Inferno. The celebration continued late into the night. Music and laughter echoed through the mountains. All were there, except one. Do it. They're mocking you. Just listen to them outside, laughing at you. You are no wise man. They made a fool of you. Enough! I will end this. I will end it all! Dolores will be mine. I will have my vengeance. Mark my words. Everyone thought Porfirio had died in the hellfire that nearly killed us all. Our people went on with their lives as best they could without the guidance of the wise man. Jetzt wissen wir zumindest, wie das Feuer entstanden ist im Dorf. Natürlich durch ihn, ne? Mit der Nadel könnte ich an die Axt im Verlies rankommen. Das Tor ist verschlossen und weit und breit ist kein Schloss zu sehen. Wer hat die Notenblätter geklaut? Zwei fehlen uns noch. Gut. Oh ja, dann kehren wir nochmal kurz zurück. Ja, stimmt, mit der Nadel geht's eigentlich auch. Und wir haben die Axt. Gut. Und mit der Axt können wir natürlich das Fass jetzt zerstören und somit kommen wir an den Inhalt heran. Und da war auch noch ein weiteres Notenblatt drin. Also, brauchen wir nur einen Schritt zurück zum Strand. Ah ja, wir haben ja jetzt einen Panzerhandschuh. Damit können wir die Spinnen verscheuchen. Säure. Oh Gott. Oh ja. Dann können wir das Moos entfernen, ne? Ja. Das sieht mir in einem Rätsel aus. Ja. Setze das Puzzle zusammen, wähle ein Puzzleteil aus, um es zu verschieben und wähle es erneut an, um es zu drehen. Okay, die Teile sind schon fest. Ach so, das ist eine Art Puzzle. Okay. Gerade schwer wird es, denke ich mal, nicht sein.
Ach, das geht eigentlich noch. Na, wo kommt das Stück hin? Hier irgendwo? Da, okay. Ah, da kommt das hin, okay. Das könnte, glaube ich, der Hals sein. Jawohl. Ah, ne, das ist hier das Ohr. Das kommt dahin. Das kommt dorthin. Das kommt dorthin. So, jetzt muss ich gucken. Das kommt dahin, genau. Das kommt dorthin. Das ist deine Ecke. Das dahin und das dahin. Jawohl, da haben wir es. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da haben wir eine Sonne. Die auch sehr schön aussieht, finde ich. Gut, jetzt müssen wir zur Kapelle erstmal wieder zurück. Ah, jetzt verstehe ich. Moment mal. Da wird die Sonne. Finde die passende Karten. Du musst insgesamt 3 Runden lösen. Also ist das eine Art Memory. Ha, habe ich direkt Glück gehabt. Da auch? Ne, da leider nicht. Schade. LOL. Sind da schon so viele Paare nebeneinander. Aber ich glaube, das Rätsel ist auch per Zufall generiert. Ne, Quatsch. Da war der Schlüssel. Ich träume ein bisschen. Nein, da unten war die Krone. Kerze, die haben wir gar nicht gehabt, wollte ich gerade sagen. Okay. So, das war die erste Runde. Jetzt wird das Feld natürlich größer. Ja, klar. Okay. Gott, muss man sich merken, wo was ist. Aber je weniger Pärchen vorhanden sind, desto einfacher wird es. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Das Schwert hatten wir noch gar nicht. Nee. Also, weil es da nebenan liegt. Okay. Kerze hatten wir auch noch nicht, die Glocke auch noch nicht. Das... Die Gitarre haben wir schon gehabt. Oh, eine Flasche. Bierkrug. Die Kerze, die war... wo waren die jetzt? Da, genau. Eine Glocke, die hatten wir auch schon. Die Flasche hatten... Nein. Hatten wir hier, genau. Da haben wir den Bierkrug. Das Schild, das war da. Der Schlüssel. Nee, das war die Rose und das war die Krone. Achso, jetzt nehmen wir an. Gut. Da war die Krone, da ist die Rose und da haben wir den Wolf. Jawohl. Jetzt kommt die dritte Runde. Ja, ist auch wieder ein bisschen größer geworden. Okay. Das Schild, das hatten wir hier, genau. Der Schlüssel, scheiße, wo war denn der jetzt? Ah, da, genau. Bierkrug, den hatten wir da auch schon gerade irgendwo. Scheiße, wo war denn der jetzt? Nee? Da, genau. Okay. Oh Gott, ein Herz. Auch wieder ganz neu. Die Kerze, die hatten wir da auch schon, glaube ich, oder? Da, genau. Schwert. Jawohl, das war eine Glückssache. Ah, das Schaf. Das hatten wir da auch irgendwo hier. Scheiße, wo waren das jetzt? Nee. Mann. Gibt's das?
Nein. Nein. Oh, mein Gedächtnis, ne? Lässt grüßen. Oh Gott. Fleur de Lis. Die Krone. Die war da, genau. Das Herz. Die Flasche. Der Wolf. Nein, das war das Schaf. Fleur de Lis ist da. Da ist das Schaf. Die Rose. Der Wolf. Und die Glocke. Hallöchen.